Boah, bin ich fertig. Hallo Leute, Senpai am Start hier. Heute gibt es Senpai Series Folge 1. Es ist das erste Video, in dem ich nur alleine vor der Kamera bin. Danny wird in diesem Video leider nicht auftauchen. Aber er kommt wieder. So, es ist Freitagabend, schon spät. Kleine Senpai sind müde und sollten eigentlich schlafen gehen. Aber ich möchte euch noch kurz etwas vorstellen, bevor ich ins Bett gehe. Und das habe ich hier dabei. Diese Tüte von dieser Kaufhauskette, die keiner kennt und die mich leider nicht gesponsert hat, nein, die packe ich jetzt aus. Fangen wir mal an, das ist langweilig. Oh Leute, hier kommt schon gleich der Knaller. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Wo ist da? Nee, das ist auch was anderes. Ich habe viel zu viel gekauft heute. Das hier ist die GoPro Hero 6 und das ist die erste Action-Kamera meines Lebens, die ich mir je gekauft habe. So, die GoPro ist das eine. Dann habe ich noch hier den Karma Grip gekauft. Und zwar brauche ich gute Footage, wenn ich unterwegs bin. Wie ihr wisst, Danny hat ja diese coole Osmo DJI da so mit dem Gimbal dran, die so schön smooth Footage macht. Ich habe sowas leider selbst noch nicht und damit will ich jetzt den Start machen. Und das Schöne an diesem Kram ist ja da, dass eine Actionkamera ist, kann man die auch schön so für Sport machen, benutzen und so weiter. Und wir haben hier noch Winter, also es wird zwar hier schon langsam wieder wärmer, wir haben hier noch Winter. Das heißt, wenn man ein bisschen aus Tokio rausfährt von den Norden, dann liegt da noch Schnee und das ist richtig geil. Und ja, da will ich die GoPro mit hinnehmen. Das ist der Hintergrund. Jetzt packen wir das Ding erstmal aus. So, dann fangen wir doch mal an. Also wir haben die GoPro Hero 6 mit dem Gimbal und als erstes nehmen wir erstmal die GoPro Hero 6 selbst auseinander. Wunderschön, ist sie nicht sexy? Sehr, sehr geil. Oh, da sieht man hier diesen Strap. Oh. Ja, nein, vielleicht. Jetzt muss ich gucken. Oh, es riecht ganz neu hier. Wie geht das auf? Hä? Das ist echt hardcore hier. Es geht schon gut los. Normal. Also Leute, wenn ihr da einen Tipp für mich habt, wie man das besser hinkriegt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, ich hab die erste Schicht bezwungen. Wie geht jetzt hier weiter? Okay. Okay Leute, ich hätte nicht gedacht, dass mein erstes Unboxing-Video gleich so ein Fail wird. Ich habe es jetzt einfach rausgerissen mit purer Gewalt. Ah, okay, ich glaube, hier macht man das jetzt dann auf. Okay, das, was ich eben zerstört habe, das haben wir jetzt. Oh, da kommt. Da sind jetzt Innereien. Oh, guckt euch das an. Da haben wir hier anscheinend so Mountdinger. Oh, das sieht doch schwer nach Akku aus. Jetzt haben wir, also da ist noch die Anleitung drin. Und, oh, Sticker. Boah, geil, geil. Die kann ich mir ins Gesicht kleben. Richtig, richtig geile Sticker mit Anleitung und Sachen und ist die Packung schon halb zerstört und da ist eine Klappe, die mache ich hoch, das ist alles falsch rum hier auf dem Kopf, die mache ich hoch, ah, da ist so ein Gummi, kann man das erkennen, so ein Gummi-Notch-Ding. Der Semper hat es nicht verstanden. Ich Semper macht alles kaputt. Das ist ja verwirrend hier. Also die muss ich rein, das muss hoch. Dann muss ich die reindrücken und dann kommt sie raus. Oh, ich hab's geschafft. Boah, also ich glaube, das war das ungeschickteste Unboxing der Welt. Wir haben jetzt hier die GoPro. Es sieht aus, als ob die gerade hier jetzt noch irgendwie im Käfig ist. Da haben wir zwei Halterungen. Kann ich vielleicht aufs Snowboard kleben dann später. Stimmt geil. Und ein Kabel zum Laden, so USB-C, voll modern. Und dann hier, das ist wohl der Akku. Und hier halt eben noch so Anleitungen und so weiter, was das Herz so begehrt mit Stickern. Das ist der Packungsinhalt. Was mich jetzt noch interessiert, ist, ob denn die Kamera, wie denn die Kamera hier rausgeht. Wer kennt sich aus? Ich hätte irgendwen.
Oh, da steht was. Ich kann das so ziehen. Ah ja, okay, also man muss... Ah, es ist wirklich stabil. Wie geht's weiter? Das kann man dann jetzt hier auf. Oh, ah, und dann die GoPro da rausholen. Und jetzt hat man hier unten die Öffnung, die geht da auf. Und tada, da kommt wahrscheinlich jetzt der Akku rein und die SD-Karte. Da ist die SD-Karte. Da ist die Micro-SD-Karte mit Adaptor für Normal-SD. Kommt sie da rein? Ah, die hat so einen schönen... Oh, hört ihr das? Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So, dann kommt jetzt hier noch der Akku hinterher. Richtig rum, natürlich. Der Akku mit der Lasche. Der Akku ist da drin. So. Ach, das ist ja auch so, jetzt noch so ein Film. Oh, den kann man abziehen, das ist ein Film, Leute, ihr seht's. Oh, hier ist jetzt hier Folienporno. Wir sind jetzt hier durch mit der GoPro. Jetzt kommt das dicke Ding. Der Karma Grip. Und hier, erstmal hier die Folie runter machen. Sieht man das hier schön im Bild? Der Karma Grip, der ist so fett, das passt gar nicht in die Kamera. Doch, da sieht man es, glaube ich. Dann haben wir jetzt hier den Karma Grip. Ui, auch den. Okay, also hier ist das Unboxing jetzt deutlich leichter als eben. Da ist hier noch so ein Ring. Da kann man das irgendwie irgendwo mounten anscheinend. Und das Kabel. Auch hier oben modern USB-C, alles schön USB-C mit GoPro-Logo drauf. Das sind beide hier. Oh, das hat alle die Haare. Die sind ganz ruhig. Die haben GoPro drauf. Die sind wunderschön. Das war es auch schon mit dem Packungsinhalt. Wie man sieht, hier ist jetzt auch wieder so ein... Oh, der wackelt schon ganz lustig. Hier kann man jetzt die GoPro anscheinend dann da reinstecken. Wie geht der überhaupt an? Oh. Er tut was. Und er stabilisiert schon. Boah, ist das krass, Leute. Guckt euch das an. Oh, was hat er getan? Aus. Oh. Wie es plumps macht. Ach, die GoPro. Die habe ich jetzt noch gar nicht richtig benutzt. Oh. Ich habe es angemacht. Meine Language ist... Ich glaube, ich nehme erstmal Englisch. Das ist immer gut. Agree, GPS, ja, GPS ist gut, ich will ja wissen, wo ich bin. Und den Rest gucke ich mir dann mal im Detail an. Also das Ding funktioniert, ich lade es jetzt mal über Nacht, gucke es mir dann morgen mal ein bisschen an, spiele ein bisschen mit dem Gimbal rum und dann melde ich mich wieder. Das ist geil. Aus. Okay, gute Nacht. So, ich bin jetzt in der Stadt unterwegs und halte die GoPro gerade einfach nur so in der Hand beim Laufen. Und jetzt warte ich auf den Zug, denn ich bin auf dem Weg zum Yoyogi Park. Richtung Yoyogi Park und gucken uns an, wie smooth die Footage wirklich ist. Und angekommen im Yoyogi Park. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Test, wie gut das Ding funktioniert mit der Stabilisation, wenn ich renne.
Kyoyogi Park für heute. Thank you.